Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of War. Und wir sind vor dem Sonnenaufgang. Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen, mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein. Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen. Die Uruks, die wir letzten Winter fasten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Und was glaubst du? Ich glaube, so einer könnte uns helfen. Ja, also ich bin das zufälligerweise. Baranor und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Ach ja, stay frosty. Er hat drei unserer Kriegsbestien vernichtet. Das soll er doch mal hier versuchen. Okay. Zufrieden? Unsere Brüder, wir müssen sie befreien. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ich verstehe, Talion. Und in die Feuerstelle. Danke. Wir glaubten uns bereits tot. Das Feuer ist auch echt nervig. Gerade wenn Gesundheit nicht mehr regeneriert, ist das richtig stressig. Ich glaube, ich sollte echt auf so ein Gesundheitsregenerationsbild gehen. Kommt, wir müssen hier weg. Ich bin schon wieder durchs Feuer gelaufen. Wir sind fast da. Ich weiß es. Vorsicht, Idril. Auch noch. Eine gute Klinge und Willenskraft. Feuer! Ich hab ihn! So. Ja, der Außenposten, das schneiden wir trotzdem los. Oh, fuck, der hat mich gesehen. Ich stehe in deiner Schuld, Waldläufer. Was auch immer dort draußen ist, ist tot. Töte den mal. Gut gemacht. Danke, Waldläufer. Da oben ist das Gondor-Relikt. Das kann ich eigentlich auch mal schnell einsammeln, eigentlich. Ich bin irgendwie bei solchen leisen Missionen bin ich aber automatisch leise. Ich weiß auch nicht. Zack. So, und zwar aufsammeln. Jede Stadt in Gondor hat ihre eigene Rechtsprechung. Außer für die wichtigsten Fälle. Solange ich lebe, haben wir rechtliche Angelegenheiten immer in Minas Ithil geregelt. Als ich ein Mädchen war, war mein Vater oft mit Handelsstreitigkeiten und anderen Rechtsfragen beschäftigt. Dann kamen die Orks,
Und Fragen des Gesetzes wichen Fragen des Überlebens. Mhm. Dafür hatten die so ein schönes Moped da in der Hand. Mein Hammer. Ein seltsames Symbol für Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit, wenn kein Hammer für den stolzen Nagel? Nothing to care about. Oh oh. Naja. Fighten wir halt. War nicht so auffällig. Nicht so unauffällig, meine ich. Wie ich das eigentlich gedacht hätte, dass das wird. Naja. Müssen wir halt hier so ein bisschen Kollateralschaden, der sich nicht vermeiden ließ. Wo ist sie eigentlich? Was macht sie? Ach, mir egal. Ich rette die Gefangene einfach alleine. Sehr schön. Ich brauche gerade mal was. Hallo. Zack. Ah, da ist sie jetzt ja auch wieder. Ach, ich schneide mir meine Fingernägel dahin, oder was? Sie befreit den. Idril, Sie haben den General zum Zelt des Häuptlings gebracht. Also ein noch ein Häuptling. Wir müssen die Orks beseitigen, bevor wir Kastamir befreien. Dann aber schnell. Der dunkle Herrscher wird sie alle knechten. Und dich zuerst. So, da unten den. Sehr schön. Da ist einfach nur einer markiert und der andere nicht. Das verstehe ich nicht. Schleichen wir uns hier mal fix rum und töten den. Wir wissen nicht, was uns erwartet, Idril. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Du gehst nirgendwo hin, General. Vater? Er ist, glaube ich, der Verräter. Oh, Idril. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich kam deinetwegen. Ich habe das alles nicht gewollt. Weder für dich, noch für unser Volk. Wir haben nicht immer die Wahl, Vater. Aber noch können wir kämpfen. Er ist also der Verräter. Du bist genau wie deine Mutter. Komm, die Verstärkung wird bald hier sein. Sie hätte einfach da noch warten können. Schnell, bevor noch mehr eintreffen. Hätte sie gewartet, hätten die bestimmt so ein bisschen Smalltalk und so, ey, du bist gar nicht unser Gefangener, danke für die Infos und so. Das war gerade sehr... Ja, warum sollte die da so normal getalkt haben? Normal geredet haben, ohne dass irgendwer da was irgendwie gefesselt ist oder so. Und hätte sie dann nicht gestört, hätten sie wahrscheinlich ganz normal weiter unterhalten. Ja klar, er wurde geschubst, aber das hat ja nur der Ruck gemacht, um ihm zu sagen, Digga, ey, du gehst nirgendwo hin. Und so nach dem Motto, wie Urk sich halt immer ausdrücken. Ihr macht das mal. Danke sehr. Besiege die Brückenwachen. Ich nehme den. Ihr nehmt die beiden. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Zack. Was hast du gerade gesagt? Hat der Trottel gesagt? Kehre zurück nach Minas Idil. Machen wir doch.
Der General ist zurück. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! General, der sehende Stein. Ich kann ihn verwenden. Der Palantir bleibt dort, wo er ist. Die Armeen von Gondor werden bald hier sein. Du bist sicher. Gut. Kommt. Wir warten schon seit Wochen auf Gondor. Niemand ist gekommen. Kannst du sie mit dem Stein wirklich bezwingen? Ja. Dann werde ich ihn finden. Ich habe auch das Gefühl, wenn der General ihn behält, dass wir dadurch das nicht unbedingt die Macht drauf haben. Zumal er auch scheinbar ein Doppelagent ist, um meinem Gefühl. Wir müssen zurück zu Kankra. Sie kann uns zeigen, wo sich der Palantir befindet. Der Palantir ist... Fähigkeiten freischalten. So. Wieder die Qual der Wahl, was wir als nächstes nehmen. Wenn du unentdeckt bleibst, das ist auch schön. Da kriegt man immer nach jedem Kampf direkt, aber... Das ist mir zu riskant, muss ich sagen. Was haben wir hier eigentlich? Aber das wohl, ja. Vergeltung wollte ich auch noch mit reinballern. Das ist auch ganz cool. Also muss ich dafür brutale Aggressionen machen. Der Krieg ist hier. Wir müssen Saurons Macht über Minas Ithil schwächen. Wo geht's denn weiter jetzt? Der Sturz. Da unten. Zielpunkt festlegen und Schnellreise. Dann sind wir nämlich schnell. Fort! Wird uns den Palantir zeigen. Eine Online-Blutrache ist verfügbar. Wo denn? Die habe ich schon gesehen gehabt. Noch eine? So. Hier vorne. In dieser Höhle ist nämlich... Die Mission für Kankra, aber ich gehe dran vorbei, denn ich möchte die Erinnerung von Kankra immer mitnehmen. Mal sehen, was für ein Fetzen wir jetzt sehen. Direkt. Wenn du meine Gestalt erblickst, was siehst du? Ein Scheusal? Eine Verführerin? Er antwortete nicht. Blicke tiefer, sagte ich, denn ich bin nicht die Masken, die ich trage. Das ist Sauron und mir gemein. So, also irgendwie so. Das Gesicht. Geh noch ein bisschen weiter hier rüber oder ich drehe es einfach um. Ah, so passt es besser. Sie sieht relativ blond aus. Nicht so dunkel. Nicht die Masken, die sie trägt. Denke daran, Talion. Nun gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.